Am 21. Dezember stellen wir uns die Frage, ja, wer hat jetzt eigentlich den Großen Preis von Kanada 1973 wirklich gewonnen? In der Statistik der Formel 1 steht drin, Peter Revson auf McLaren, aber Zweifel gab es schon damals und diese Zweifel gibt es noch immer. Aber was war in diesem Rennen eigentlich los? Es ging los auf nasser Strecke, dann hat es langsam abgetrocknet und die ersten Fahrer gehen dann in die Box und holen Trockenreifen. Damals werden die Rundentabellen alle noch schön handschriftlich geführt und da gab es schon die ersten kleinen Verwirrungen, ja welcher Fahrer war jetzt wann in der Box und was für Auswirkungen hatte das dann auf die Reihenfolge. Richtig wild und durcheinander wird's dann in Runde 33, als François Sever und Jody Scheckter miteinander kollidieren und dann passiert was Historisches. Erstmals in der Geschichte der Formel 1 rückt ein Safety Car aus und bremst das Feld ein, das Rennen wird also neutralisiert. Die Sache hat nur einen Haken, das Safety Car erwischt den falschen Fahrer. Eigentlich wollte man ja Jackie Stewart erwischen, aber weil Jackie Stewart genau in der Runde, als das Safety Car rauskam, in die Boxengasse abgebogen war, war die Verwirrung dann doch groß bei der Rennleitung und man hat die ganze Geschichte nicht richtig koordiniert. Am Ende fuhr das Safety Car vor Howden Ganley raus und das war definitiv nicht der Führende in diesem Rennen. Es kam, wie es kommen musste. Dadurch hat sich das ganze Rennen ein bisschen verzerrt. Howden Ganley führt also das Rennen an hinter dem Safety Car und alle anderen Fahrer oder zumindest einige davon gewinnen eine Runde, weil das Safety Car die falsche Person erwischt hatte. Unter denjenigen Fahrern, die so massiv profitieren, ist auch Peter Revson im McLaren. Es passieren in diesem Rennen dann noch weitere Boxenstopps und das Endergebnis ist dann, niemand hat mehr den Überblick, wer liegt eigentlich auf welcher Position, wer ist eigentlich gerade vorne und wie sehen die weiteren Positionen aus. Und nach 80 Runden denkt Colin Chapman, der Lotus-Teamchef, dass sein Fahrer Emerson Fittipaldi der Sieger ist. Und wie immer, sein Signature-Move, wenn ein Lotus gewinnt, Colin Chapman wirft natürlich den Hut hoch und feiert diesen Grand Prix-Sieg, der dann aber Peter Revson zugesprochen wird. Revson ist auch der mit der Zielflagge abgewinkt wird in Mosport, also wird auf der Strecke als Sieger erkannt, aber dann wird stundenlang diskutiert, es werden die Rundentabellen, es werden die Aufzeichnungen verglichen, man debattiert drüber, man verhandelt und am Ende sagt man, okay, es ist dann doch Peter Revson. Die große Frage aber ist, ging da halt wirklich alles mit rechten Dingen zu bei Peter Revson und dieses Fragezeichen, was da im Raum schwebt, das schwebt tatsächlich bis heute, weil final geklärt wurde es nie, wie da die Reihenfolge zustande kam. Es lässt sich auch nur schwer nachvollziehen. Fest steht nur, beim erstmaligen Einsatz des Safety Cars, das ging eher gründlich in die Hose und hat für eine Kontroverse gesorgt, die bis heute nicht gelöst ist. Apropos Kontroversen, da haben wir natürlich auch ein schönes Video für dich. Die 10 größten Kontroversen und Strittigkeiten in der Karriere von Sebastian Vettel haben wir dir hier in diesem Video nochmal verlinkt.